So, YouTube, willkommen zurück. Ich hoffe, mein Mikro ist jetzt besser. Ich habe mich da eben ein bisschen drum gekümmert mit meinem Chat. Und es sind immer noch so viele, ne? Ah, der steht immer noch da hinten. Da hinten können wir ein bisschen was machen. Dann können wir den nehmen. Ach so, du bist das. Dann nehmen wir dich noch raus. Ja gut, Spiel kann ich gleich noch leiser schalten. Das ist nicht das Ding. Kriege ich dich jetzt erstmal weg? Wir waren nicht allein. Bitte, ja. Finde unsere Freunde. Geh mal aus dem Weg. Erstmal erhöhte Position, dann kann ich das Spiel eventuell noch ein bisschen leiser schalten. So. Option. Sound. Meine Hände schwitzen schon. Warum? Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Oh, er ist hier. Ich kann ihn riechen. Musik ein bisschen leiser, Soundeffekte. Meine Hände schwitzen schon. Ich glaube, das sollte dann. Ja, die Änderungen wollen wir gar nicht. Vielleicht ist das jetzt besser. Wo ist denn der andere? Da hinten irgendwo. Gesundheit, Gesundheit ist gut. Und das war dieser Pilz. Ah, perfekt. Ich will auch so nach hinten springen können. Wir wollen da hinten irgendwo hin. Dann probieren wir doch mal hier irgendwie rüber zu kommen. Nach vorne. Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakuga kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann musste ihn von seinem Leid erlösen. Da sind neue Pfeiler. Das ist gut. Wo ist er denn? Noch weiter hin. Was denn? Hier sieht gerade keiner. Ah, da vorne. Bleibt wachsam. Okay. Da ist keiner drauf. Da ist nur das, ist der und der. Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Ach, das ist. Oh, scheiße. Dreck. Ah. Gehst du jetzt wieder an die Arbeit? Ich will dich nicht noch einmal dein Sack hören. So. Du! Ah. Eine Herausforderung. Komm schon. Dieser wird schwieriger zu töten sein als der Rest. Meinst du? Machen wir so. Holen wir uns noch Informationen, wenn wir schon mal dabei sind. Nehmen wir erstmal die hinteren. Ah ne, Anzeigen. Da sind sie noch nicht bekannt. Fernkampfangriffe, schön. Kampftodesstöße, schön. Das können wir so stehen lassen. Und tot bist du. Okay, erstmal sehen. Zusätzliches Ziel auch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht noch eine einzige Latrine für diese Kreaturen errichten. Danke. Kann man auch.
Und dann schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt? Da unten. Da müssten wir ja theoretisch wieder rein, ne? Da war ich doch eben schon. Okay, Karte Saurons Armeen. Waffenruhen. Wir haben doch ein bisschen was bekommen. Wir haben da was zu bekommen. Und wir haben Geld, ne? Oh, wir haben genug Geld. Wohnplatz kaufen. So, was haben wir denn? Die Epische haben wir drinne. Was ist das auch episch? Reduziert den Fokusverbrauch. Okay. Stellt Fokus wieder her. Fokus herstellen. Ja, dann kann ich auch gleich den Verbrauch reduzieren. Dann kann man länger. Die ist ausgerüstet. Ach, die ist auch ausgerüstet. Aha. Machen wir das? Ja, ich hab's gerade gesehen. Hier haben wir auch die beiden epischen Hammer. Ich kaufe mir jetzt überall einen Rundplatz und dann passt das erstmal. CDC? Was? So, was haben wir hier? Schleichtötung und Bodenhinrichtung fügen Hauptmännern und Häuptlingen Bonusschaden zu. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auch okay. Auch nicht schlecht, aber Bonusschaden ist gut. Hatten wir hier jetzt auch noch was? Ich kaufe mir die auf jeden Fall schon mal. Sieht komisch aus. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch welche. Chance von 20%, dass kritische Treffer mit dem Schwert Gegner anzünden. Anzünden. Chance von 50% gegnerischen Nahkampfschaden um 50% zu reduzieren. Ist auch episch, ist auch sehr interessant. Erhalt eine zusätzliche letzte Chance. Okay. Alles nicht schlecht. Oh, ich glaube, ich will die entzünden. Gut. Verbesserung, hatten wir da noch was? Ein Fähigkeitspunkt. Können wir eh noch nichts machen, wir brauchen mehr Macht. Das heißt, wir müssen gleich Machtaufgaben machen. Attribute. Ach, die können wir uns ja auch erwerben. Warum habe ich so viel ausgegeben? Okay. Fortschritt, ja, Fortschritt brauchen wir noch nicht drauf achten. Ich glaube, das dauert länger. Ja gut, die brauchen wir uns jetzt nicht ansehen. Dann schauen wir doch mal, da hinten müssen wir hin, ne? Geh mal aus dem Weg, danke. Ich rette euch ja schließlich auch, ne? Dann könnt ihr mir auch aus dem Weg gehen. Ach komm. Kommst da nicht hoch? Warum das denn? Ach, unten? Wo ist denn die dann unten? Oh mein Gott. Ja, man merkt schon, ich bin ein ziemlich schwelliger Spieler, wenn es um nichts geht. Ach, da hinten. Okay. Nata Tognia in ein. Okay. Ja gut. Das sieht geil aus, ne?
Hast du das Essen der Ort? Okay, dann haben wir den noch, den wir aufsammeln können. Und wir können es auch sein lassen, aber wenn wir schon mal da sind. Da hinten können wir noch ganz hin. Oh, in die Grube. Ah. Okay. Was ist das? Achso. Ja gut, wo ist der? Da unten. Da stehen einige rum und da unten ist er. Ja. Ey. Och. Den wollten wir mitnehmen. So, und danach zum Artefakt und dann hier die in die Grube. Mal sehen. Eventuell können wir danach mal sowas machen, um ein bisschen mehr Macht zu kriegen. Halt! Ich habe etwas gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Ihr könnt gar nichts sehen. Warum solltet ihr was sehen? Es liegt eine seltsame Stille in der Luft. Seht euch lieber vor. Alle ab, einmal rüber. Ach, auch unten. Unten drunter oder was? Nee, dahinter. Das könnte natürlich sein. Da sind auch Pfeile. Ja, perfekt. Ich will auch so hüpfen können. Ja. Oder so kämpfen. Okay, durchlesen könntet euch das natürlich. Wie gesagt, bei YouTube die ganze Zeit. Das lese ich nicht vor, aber das lasse ich durchlaufen. Mein liebster Hilgon, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden. Wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Aaron. Na gut, das ist wohl ein Abschiedsbrief, richtig, ja. Was wollte ich jetzt machen? Das da. Da habe ich ja irgendwie Bammel vor. Die Isenwände hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Dass der Häuptling 100 Berserker herschicken will. Klasse! Noch mehr Maden, die sich um den Grog streiten. Hä? Warum? Toll. Was für ein herrlicher Weg, den Tod zu bringen. So viele Uruk einfach niedergestreckt. Der hat da jetzt festgehangen, der konnte nicht springen. Da will ich aber rüber. Ich muss ja da vorne irgendwo hin. Ja, ganz da hinten hin. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Nee, nee, ihr habt nichts gesehen. Hi, Chris. Sind für das Game braucht? Also für das Game, das ist ja der erste Teil davon, wäre das schlecht, wenn du Windows 10 bräuchtest. Ich glaube, als das rausgekommen ist, da gab es noch kein Windows 10. Aber, ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So. Ja, das machen wir noch in dieser Folge. Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen. Das hört sich schon scheiße an. Und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Okay, er tötete jeden einzelnen seiner Feinde. Einschließlich derer, die ihn gefasst haben.
Okay. Ich bin wahrscheinlich in einer Grube. Und ich werde, glaube ich, das erste Mal sterben. Ja, werde ich. Weil ich mich gerade schon wieder nicht konzentriere. Oh, zwei gleichzeitig, ja, genau. So. Und auch tot. Das Zusatzziel mit der Trefferserie werde ich nie schaffen. Da hapert es bei mir nämlich immer. So. Weiter. Nochmal. Ja, klar. Bein kontern. Und tot. Jetzt kommen sie alle, ja? Ja, genau. Ja, ich werde hier sowas von drauf gehen. Ja, sowas von drauf gehen. Aber ich nehme so viele mit, wie es geht. Bin ja schon froh, wenn ich eine Trefferserie von 50 oder so hinkriege. Siehst du, jetzt bin ich schon froh. Dich nehmen wir erstmal hier. So. So, du auch tot. Immerhin schon mal die Hälfte geschafft. So. Auch mal ein bisschen. Du kriegst auch mal ein bisschen was ab. Oh. So. Oh, 82, immerhin. Ich staune gerade über mich, dass ich noch nicht tot bin. Ja, genau. Und dann trifft er mich nämlich. Ja. Ach, ja. Okay. Ich wusste es. Ich wusste es. Meine Jungs werden leiden müssen. Ich wusste es. Na gut, passiert. Passiert manchen von denen, die das spielen, noch öfter und noch eher. Also daher. Ja, gut. Okay.
Die steigen jetzt auf. Ich habe lange dafür durchgehalten, also. Danke für den schlumpfigen Haus, Chris. Kerze aufstellen, RIP, ja. Okay. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, Schade. Wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Also um das nochmal anzugehen, es ging ja, ne? Hast ja kaum Gegner gehabt, ja genau, es ging ja, aber ich glaube ein, zwei Fähigkeiten brauche ich dafür noch. Ich sage erstmal bei YouTube Tschüss und bis zur nächsten Folge.